Korrigieren Sie mich, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Die Radiomoderatorin Nazanin, ja. Nazanin arbeitet für einen Frauensender. So wurde es jedenfalls übersetzt in ihrem Film. Was genau bedeutet das Frauensender? Dürfen den nur Frauen hören oder ist der explizit mit Frauen besetzt oder also als Moderatorinnen besetzt oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das sind, da gibt es eine Radiochefin und es gibt ein Team von Moderatorinnen, die in der Stadt Kunduz, das sieht man auch im Film, auch die ein oder andere Reportage anfertigen, die natürlich ihre Schwierigkeiten haben, gerade alleine in der Öffentlichkeit außerhalb der Stadt zu agieren. Das ahnt man. Afghanistan ist ein Land, wo die Frauen ihre Rolle haben, aber gerade außerhalb von Kabul die Möglichkeiten häufig in Begleitung geschehen müssen und vorsichtig. Das hängt mit einer Rolle zusammen, die den Frauen immer noch eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu unseren Gesellschaften zuordnet. Wie überhaupt das Filmen von Frauen natürlich auch problematischer, zurückhaltender, eine große Vertrauensarbeit ist, das Vertrauen dieser Menschen zu erwerben, ihnen auch dann zu versichern, dass es Bilder sind, die nicht im afghanischen Kontext ausgestrahlt werden, sondern bei uns und wohl sozusagen vor wohldosierten Publikum stattfinden. Nazanin hat die Dreharbeiten abgebrochen, weil ihr Verlobter es ihr verboten hat, weiterhin mit ihnen Kontakt zu haben. Wie ging es danach weiter? Diese Szene gibt es ja im Film, dass sie mit ihr telefonieren und sie sagt, sie kann jetzt leider nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Wie ging es danach weiter mit Nazanin? Na, wir haben danach Kontakt gehabt, telefonisch, und es war klar, dass das sozusagen den Konsens auf das, was wir bis dahin gemacht hatten, nicht in Frage stellt. Also das Verhältnis war dann vertrauensvoll auch danach. Nur das ist so eine Situation, die uns vielleicht dramatischer erscheint, die sicherlich ich auch natürlich bedauert habe dort, aber die vorkommt. Es gibt eine Reihe afghanischer Frauen, die in den Medien aktiv sind, die den Zeitpunkt der Heirat aus eben diesen Gründen etwas hinausschieben will. Einige bekommen die Zusage, dass sie auch nach der Heirat dann ihre Arbeit weitermachen können. Häufig ist das auch der Fall in den Städten. In diesem Fall mag es gar nicht mal ein konservativer Ehepartner unbedingt sein, sondern einfach einer, der sich sehr sorgt um das gesellschaftliche Klima. Und Ängste, Misstrauen spielen eine große Rolle in diesem Alltag, und daran merken Sie wieder, dass es mehr ist als ein Alltag. Es ist für mich ein Kriegsalltag, weil Krieg bedeutet, dass das Vertrauen zwischen den Menschen auch für mich zu internationalen, nicht nur zwischen Afghanen und Ausländern, einer enormen Belastungsprobe ausgesetzt ist. Also hat das Misstrauen des Verlobten eher mit dem Krieg zu tun und nicht mit seinen traditionellen oder religiösen Werten, dass er nicht möchte, dass Nazanin weiterhin Kontakt zu ihnen hat? Das kann beides sein. Ich habe mit ihm nicht gesprochen, das kann beides sein. Mhm. Wer mich sehr beeindruckt hat, den hatten Sie ja schon erwähnt, der kleine Junge Mirweiß. 10 Jahre war er damals alt. Er arbeitet als Schuhputzer tagsüber und muss danach noch in die Schule, beziehungsweise muss als Schuhputzer arbeiten und darf danach noch in die Schule, lieber so rumformuliert. Gibt es eine Schulpflicht in Afghanistan oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist er eine Ausnahme als 10-Jähriger, der arbeiten muss in Afghanistan? Also es gibt die Schulpflicht, so viel ich weiß, für die Grundschule. Auf dem Papier steht in Afghanistan eine Menge. Es gibt auch ein Gesetz zur Abschaffung der Gewalt gegen Frauen, aber wir wissen, dass das schwierig umzusetzen ist, weil es keine unabhängige Justiz gibt. Also insofern, Schule findet statt, wenn immer es geht. Und es gibt aber in Afghanistan, glaube ich, kein Kind, was nicht gern zur Schule geht, ganz im Gegensatz zu hier. Also der Bildungsdrang, auch der Bildungswunsch vieler Eltern, die uns klischeehaft, konservativ aussehen mögen, die meisten Eltern wollen sehr wohl, dass ihre Kinder eine bessere Ausbildung als sie selbst bekommen. Und nochmal die Frage, ist er eine Ausnahme in Afghanistan? Also genau. Der kleine Mirweiß ist keine Ausnahme. Ich habe ihn angesprochen, weil er mir, wie viele junge Menschen in dieser Arbeits- und Schulwelt zusammen vorkam, aufgefallen ist. Er wirkte sehr konzentriert und offen zugleich, und wir haben ihn angesprochen. Spontan während der Dreharbeiten, weil wir ihm ein paar Mal begegnet sind.
er ist sowohl typisch als auch in dem, wie er es auf den Punkt bringt, dann vielleicht ein Glücksfall.